Und damit sind wir dann auch wieder bei Sherlock Holmes. Und der jagt immer noch Jack the Ripper. Wir sind immer noch mit Holmes und Watson unterwegs und wollen erstmal ein paar Kleinigkeiten da herausfinden, um diesem Grobian aus der Kneipe da erstmal auf die Schliche zu kommen, was genau mit dem so vor sich geht und ob der vielleicht derjenige ist, der aber nicht sein wird, den wir aber suchen. Und ich wurde gefragt, was das hier ist, weil ich da an der Hand manchmal, also das so habe. Das ist so ein kleiner wärmender Handschuh, Dingsbums, was man eigentlich benutzt, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, eine Zerrung oder so hat, aber ich benutze das Ding immer, wenn ich am Zocken bin, einfach um das eben kurz zu erklären, damit, wenn ich die ganze Zeit mit der Hand so eine verkrampfte Haltung und so habe, damit dann nicht irgendwann so Gelenkschwierigkeiten auftauchen. Gerade so Spiele, wo man WASD oder bei LOL zum Beispiel die Q-Tasten und sowas alles nebeneinander benutzt, damit die Hand nicht und das Gelenk nicht kalt wird, habe ich schon diesen Handschuh an. So, kurz zur Erklärung. Also gehen wir wieder ins Spiel. So, jetzt konzentriere ich mich auch. Wenn es hier nichts mehr zu tun gibt, gibt es hier nichts mehr zu tun. Ah ja, stimmt. Wir wollten ja jetzt hier die große Verkleidungsnummer durchziehen. Er hat eine Büste von sich selbst. Vielleicht um sie zu modellieren, damit er dann Teleport ins Pub. Die Taverne. Ja, da ist etwas. Ja, wir haben doch jetzt etwas. Ja, hier, hier haben wir doch das Taschenmesser. Oder das? Nicht? Ah. Ach so, das ist jetzt... Ach ja, noch so ein Ding, ne, was man auf keinen Fall machen sollte, während man aufnimmt. Auf keinen Fall anfangen zu essen. Nebenbei so Brezeln essen oder so. Niemals nicht. Und trinken auch nicht. Dann kriege ich den ja gar nicht mehr da durch. Den Lurch. Ah! Absoluter Blödsinn. Was war unter Umständen geworden? Nee, da war die Hand, okay. Die gute Grabbelhand. Wo sollen wir die Tasche jetzt nochmal eben holen gehen? Ich passe zu wenig auf, glaube ich. Wo ist denn die Leiter dafür? Boah, der sammelt einfach mal alles auf. Wir sind voll der Messi gerade. Also erstmal alles aufsammeln. Da kann er alles gebrauchen, bestimmt alles. Hier, das Kinderfahrrad vielleicht auch mitnehmen. Hier, dieses komische Ding. Willst du ein Spiel mit mir spielen? Seht ihr noch irgendwo was? Also ich sehe nichts mehr, aber... okay, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ah! 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 Guck mal! Weiße. Wer ist der Chef hier? Hm? Wer ist der Chef? Da müssen wir wahrscheinlich jetzt irgendwie einen Schlüssel oder was finden. Genau, mit der Eisenstange kloppen wir nämlich jetzt auf dem Schlossdorf rum. Weil man weiß ja, wenn Gas irgendwo ausströmt und Funken sprühen, es wird ein bombiger Erfolg. Fenster raus. Und werden erstmal... Jetzt habe ich ein Fiepen auf dem Ohr wegen dem Gas-Dingsbums. Schutzmaske, Junge. Ach, der gute Schuster. Alles klar. Der hat uns ja schon mal geholfen. Vielleicht kann der uns jetzt nochmal von Hilfe sein. Schenk mal dem hier dafür so ein Scheiß irgendwas. Amulett mit hebräischer Inschrift. Ja, das wird's ja wohl sein, oder? Das Amulett, Junge. Ob man damit was machen konnte. Cobra. Das ist ein Dieb. Diese Maske. Schlange, Piepmatz, Dieb. Was hast du noch? Noch mehr Piepmatz. Bücher. Ein Hund im Regal. Boah, hat der aber einen ziemlich großen Käfig bekommen, ne? Also ich würde sagen, so groß wie ein Buch. Ja, der hat Auslauf. Der sieht genauso aus wie der andere Typ auch. Ist der eben nur in den anderen Laden rübergerannt oder was?
Hier, sticht die Schlange einfach von außen ab. Jetzt habe ich direkt die Peter auf dem Hals, weil ich hier solche Sachen sage. Oder hier verbrennen wir die einfach. Ich denke mal, wir müssen den anderen Klon. Ja. Den Powerhaken. Noch nicht. WTF? Jetzt habe ich drei Käfige für eine Schlange oder was? Ein Köder oder was? Irgendein Köder wahrscheinlich oder sowas, oder? Was könnte ich noch gebrauchen, um die Schlange von da wegzubekommen? Das ist eine gute. Den Mops, den stecken wir da rein und dann kann die Schlange den Mops fressen und dann kommt die ja von alleine da raus. Ist hier sonst noch irgendwo etwas, was man gebrauchen kann? Das ist die Tür. Die kann man gebrauchen, um wegzulaufen.